Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Ja, wir haben in der Zwischenzeit... Was? Ja, der Tobi geht buddeln. Ich probiere gleich mal die Dinge herzustellen. Pass auf, und ich locke uns mal ganz so ein paar Zombies hin, weil wir hatten hier gerade Besuch. Und ich habe da mal ein bisschen... Huch, ich habe da mal ein bisschen zwischen den Folgen habe ich ein bisschen rumprobiert. Moin. Soll ich aus dem Graben vielleicht so rausgehen? Ist das vielleicht besser? Brauchst du nicht, die gehen eh nicht in den Graben. Okay. Obwohl, ich weiß nicht genau, die haben jetzt auch Aggro auf mich, die dürften eigentlich nicht, dürften nichts machen. Schauen wir gleich mal. Kann man höchstens mal in die Fresse hauen, hä? Ja, richtig. Du kleiner Striche. So, wir warten mal auf die Dame. Was zu essen holen. So. Wir warten mal auf die Dame und wir testen so ein bisschen das Zombie-Verhalten. Das war so gerade so ein bisschen die Idee, ne? Dass wir gucken. Also ich habe festgestellt, die gehen nicht in den Graben. Die gehen aber gerne. Ach komm, lass mal den da, die andere kommt ja hinterher. Die gehen aber dann außen rum. Was uns dann wieder. Und ein Zombie ist mir dann da verreckt, automatisch. Und die anderen Zombies latschen immer da in die Spikes rein. Und das müssen wir gucken, wie wir das zum Vorteil, ne? Wir haben uns gerade überlegt, wie wir das dann machen und so. Und das heißt, wir werden den Graben weiter ausheben. Da gehen die nämlich definitiv nicht drüber oder durch. Und selbst wenn, dann kommen sie nicht mehr raus. Auch gut. Ja, das dauert ein bisschen, bis der kommt. Und wir können somit quasi die Zombies lenken. Das war nicht so schlau. Ich bin so schlau, Tobi. So. So, der hat Aggro auf mich, geht jetzt hier hin und latscht schon da entlang. Manchmal gehen auch da entlang. So. Jetzt hol ich mal die Steinaxt raus. Der wird gleich Folgendes tun. Brauchst du Hilfe? Nö. Ich demonstriere das gerade noch ein bisschen. Ach. Oh, der hat's kaputt gemacht. Ich wollte es gerade reparieren. Ich habe kein Holz mehr. Genau, jetzt habe ich kein Holz mehr. Cool. GG. Ja, cool. Da kommt eine Krankenschwester. Ich habe kein Holz mehr. Hast du noch Holz? Ich habe kein Holz. Ich habe Holz, ja. Warte, ich komme. Oh. Ach, wo denn? Geil, danke dir. Einfach, kannst du mir einfach geben. Ich muss nur was reparieren, wenn ihr da durchkommt. So. Bitte. Dankeschön. Wir kriegen nämlich Besuch da hinten. Oh, geil. Danke dir. Dann mache ich nochmal schnell neue Spikes. So, die Schwester geht da hinten rum, glaube ich. Nee, doch, oder? Die kann sich noch nicht entscheiden. Jetzt geht sie doch da hinten rum, cool. Schöne Schuhe hat sie an. Richtig schöne Schuhe, gefallen mir sehr gut. So, und hier müssen wir eigentlich nur alles absperren oder wir machen da noch ein tiefer. Dass wir da, oder wir bauen da noch eine Wand hin, dass wir den Graben da noch ziehen. Dann kommen die da nämlich gar nicht mehr lang. Das wird die aber verärgern. Sicherlich. Oh. Hey, Tobi! Ja? Ist da jemand unten drin, ne? Ja! Lul. Das ist voll geil. Und die kann nichts machen. Die latscht jetzt nur da unten rum. Haha. 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 Aha. Ah, die kommt da hinten aber gleich wieder raus, ne? Oder? Lass mal beobachten. Also momentan ist es ja so, sobald wir uns eine Möglichkeit bauen, rauszukommen, können die auch nutzen, glaube ich, oder? Oh, die hört sich aber sauer an. Ich glaube, die ist da jetzt nicht so... Die ist da jetzt nicht so freudestrahlend drüber. Komisch. Ja, guck mal, die springt da dann wieder hoch. Ja, ich glaube, die ist ja nicht so happy. Meine Schaufel und ich. Me, myself and Schaufel. Ich guck mal ganz kurz wegen der Amboss und ob man da vielleicht was Schönes machen kann und so. Das wollte ich heute machen. So. So. Tobi wieder alles essen am Wegessen. Sollst mal Äpfel essen? Ich hab Hunger.
So, zack. Lehmige Erde, 1400. Ich glaube, da werden wir keinen Mangel mehr haben. Ich glaube auch nicht. So, kann man sich eigentlich einzelne Dinger von irgendwas nehmen? Nee, ne? Es geht irgendwie nicht. Wenn ich jetzt nur eingeschmiedetes Eisen haben will, nur eingeschmiedetes Eisen nehmen will, das geht, glaube ich, nicht. Man muss, glaube ich, immer nur die Hälfte kann man nehmen. Ich habe es zumindest noch nicht rausgefunden, wie das geht. Ah! Okay, mit links Drag and Drop und dann mit rechts Klick einfach ins Inventar, nimmst du nur eins raus von dem Stapel. Ah, okay, nice. Cool, okay, Moki. Dann würde ich mich gerne die hier. Ach, ist schon repariert. Okay, ja. Ach, du bist gar nicht mehr hier, okay. Nee. Vergiss nicht, den Ofen auszumachen, wenn er fertig ist, ne? Ach ja. Ja, ist immer so ein bisschen. Ich glaube, der ist noch an. Nee, der macht nichts mehr. Ich glaube, ich habe vergessen, ihn auszumachen. Achso, ich hab gerade ausgemacht. Ich esse mal gerade ein bisschen was. So, 71, oh, schön. Und Gesundheit ist wieder 126 von 13, letzte Folge, glaube ich. Das funktioniert echt gut mit dem Zeug, wenn man zwischendurch ein bisschen Pause macht. So, ja. Ach, Glas. Wobei es halt irgendwie, was ich ein bisschen schade finde, ist, es gibt nicht irgendwie so ein Lebensmittel, was man schnell findet, wo man dran aufhielen kann. Das ist irgendwie ein bisschen kritisch, finde ich. Ja, das also mit dem Essen ist sehr schwer irgendwie, finde ich. Vor allem, wenn der Mais uns hier ausgeht und bla. Huch, ich habe Maiskolben im Inventar. Vor allem, was ich halt auch richtig nervig finde, ist, dass man seine Flaschen niederkriegt, wenn man Mais. Oh, wir können Rezepte freischalten. 25 Iron und ein bisschen Clay. Iron und Clay brauchte ich ja auch, glaube ich. Lehmige Erde. Dann hole ich mir noch schnell Iron. Wo ist das ganze Eisen? Ach, ich habe das ganze Eisen. Ups. So. Da ist der Amboss. Du hast nicht die nötigen Rohstoffe. Iron? Null. Wie? Ich hab über 100 Clay, ich habe über 1000 Iron. Oh Gott. Hä? Ich verstehe nicht, dass das hier nicht fertigen. Aber ich habe doch alles. Ah, muss ich das hier reinlegen? Nö. Schmelzung. Werkzeuge, Brennstoff. Da kommt ein Amboss hin. Okay, Werkzeugdingens haben wir schon. Brennstoff, das wird nicht funktionieren. Hä, ich verstehe nicht, warum ich das nicht craften kann. Wir haben lehmige Erde, wir haben Eisen. Ist lehmige Erde was anderes als Clay? Nee, ist sie Lehm. Wieso geht das nicht? Das weiß ich nicht. Hä, wieso geht das denn nicht? Ich kann den Amboss nicht machen, weil er mir sagt, ich hätte die Sachen nicht. Aber ich habe die Sachen im Inventar. Ah. Drück mal auf Fertigen und guck mal, ob unten irgendwie steht Rezept nicht vorhanden oder so. Warte mal. Ich hier mal die Hälfte vom Eisen. Tu die mal da rein. Dann nochmal die Hälfte vom Eisen. Tu die hier rein. 1100. Ich hoffe, das geht. Kann ich das jetzt schmelzen? Ja, ich muss das erst hier reinschmelzen. Okay, alles klar. Okay, das ist krass. Das ist ja fast wie bei Minecraft. Bei diesem Modpack. Puh, okay, das wird dauern. Das wird dauern. Alles klar. Okay, zumindest wissen wir, wie es funktioniert. So, wir hatten noch ein Werkzeugkit hier irgendwo, glaube ich, ne? Weiß nicht genau, wo wir das hingelegt haben. Oh, ich habe unten links über der Statusleiste mal ausnahmsweise nichts stehen. Das ist ja der Hammer. Oh ja, ich auch nicht. Muss ein Fehler sein. So, Werkzeugkiste habe ich eingefügt. Was ist das hier? Irgendein Bongo oder so? Ich kann es nicht genau erkennen. Und Amboss machen wir gleich. Das heißt, das läuft hier auch. So, warte. Eisen. Geschmiedetes Eisen. Ah. Was? Aus Iron machen wir Eisen. Hä? Was? Ich verstehe das nicht. Ein Grundstoff beim Fertigen. Ich kann Eisen mit Iron machen. So, geschmiedetes Eisen mit Iron und Clay. Also Lehm braucht man eine Menge offenbar. Kochtopf haben wir. Lehmige Erde kann ich hier herstellen. Natürlich aus Clay. Amboss. Das dauert echt noch. Wir brauchen 1000 Iron hier drin. Oh.
Also Clay haben wir gleich genug, aber... Und diese Iron-Dinger kann man nur hier drin machen, ne? Ja, oh, das wird teuer. Das wird teuer. Also wenn wir wirklich ein Eisengebäude machen wollen, Alteisenrahmen, kostet 15 Iron und 4 Clay. Puh, das wird schön. Geschäftsglas. Okay, Duschglas. Hm. Kannst du so einen richtigen Glastower einfach machen, ne? Hm, theoretisch ja. Oh, guck mal, ein Kochgerät. Ich mach so einen Kochgrill, mach ich mal gerade. Ach, brauch einen Amboss. Okay, den machen wir gleich. Na, das dauert wohl noch ein bisschen. Hier, da gehe ich sozusagen auch mal mit buddeln. So, da, Herr Tobi. Tobi. Tobi or not Tobi. Wo ist meine Schaufel? Ach da. Hab ich gegessen, Entschuldigung. Hä? Wieso kann ich nicht reparieren? Ah. So. Na, das kann ja noch ein Weilchen dauern, glaube ich, mit dem Graben. Aber ich glaube... Ich glaube, bis zum nächsten Blutmond kriegen wir den nicht ganz fertig. Das glaube ich auch nicht. Aber bis zum übernächsten, dann sind wir halt theoretisch Maximum safe. Oh, shit. Maximum safe. Ich gönne mir mal einen Maiskolben. Mach das mal, Tobi. Mach dir mal ein bisschen Gönnung. So, wie können wir schnellstmöglich an regelmäßiges Essen kommen, ohne dass wir dauernd was holen müssen? Wie kann man Sachen anbauen? Das würde ich gerne wissen. Ja, warte mal, ich mach hier nochmal... Oh, die Eisenachse ist sehr nett. Die ist sehr nett. Hast du ja eine Eisenachse gecraftet? Nein, ich habe mir die repariert. Ach, stimmt, wir hatten die ja. So. Aus alten Anfangsbeständen rausgezimmert. So, la. Die kostet aber ganz schön viel Stamina. Ja. Das gute Ding. Boah. Macht mich richtig fertig, das Stück. So. Ich würde so gerne eine Lampe hier hinstellen. Boah, was ist denn mit den Farben los? Ich mach mal Gamma ein bisschen hoch. Das ist mir einfach zu dunkel auch gerade. Display, Gamma. So. Hello, Gamma, my old friend. Ich bin jetzt ein leeres Hemd. La 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 la. Gut, Spannung sieht jetzt anders aus, natürlich, ja, für den Zuschauer, ist klar. Hä, nee, das ist genau das, was jeder sehen will. Ach so. Oh. Go, go, Gadgetto graben. Ja, aber vor allem, was willst du nachts halt machen? Es ist halt dunkel, du siehst kaum was, jetzt mit Gamma ein bisschen mehr, aber, ne, ist halt nicht so gut nachts. Nee, das stimmt. Was willst du machen? Ja. So. Nice. Und jetzt mit dem Graben finde ich halt immer noch eine geile Idee. Also wenn das funktioniert, dann müssen wir uns halt echt keine Sorgen mehr machen. So wie zum Blutmond, als die ganzen Viecher da rumgelaufen sind. So ein bisschen Terraforming-mäßig. Tobi, was für Themen bewegen dich denn gerade? Was für Themen bewegen mich? Ich habe keine Ahnung. Keine Themen, die man irgendwie ansprechen kann, ohne dass Kommentare ausrasten. Dein Körperbau zum Beispiel. Oder Artikel 13. Oh. Ja. Bin so froh, wenn das Thema rum ist, aber natürlich zu unseren Gunsten, hoffe ich. Genau mein Ding. Ja. Trotzdem bin ich froh, wenn es rum ist, dann haben wir erstmal wieder ein halbes Jahr Ruhe, bevor das wieder anfängt. Dann heißt es wahrscheinlich nur wieder anders. Naja, war ja schon mal vor ein paar Jahren mit dieser ACTA-Geschichte. Ganz genau so nämlich. Puh. Out of Stamina. Stamina. Kann man eigentlich hier wieder zubauen später? Nein. Nee. Also lehmige Erde kannst du jedenfalls nicht setzen.
Okay, hast du probiert? Ja. Also ist nicht Minecraft-mäßig, dass ich jetzt sagen kann, ich will da drüben jetzt einen Berg bauen. Nein. Ja, das ist erschütternd. Okay, die Frage ist, wie weit wollen wir diesen Graben bauen, bevor wir ihn zu einem Flaschenhals verengen? Ich glaube, wir müssten jetzt schon rüber, ne? Also das hier so... Hier nochmal gerade. Oh, schon wieder repariert werden, krass. Du bist durstig, trinke Flüssigkeit. Soll ich Festigkeit trinken sonst, oder was? Mach doch mal. Kraft, 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 Kraft. Ich trinke Luft, lecker. Ich hab noch Käffchen hier stehen. So. Kommst du eigentlich wieder raus? Nee. Will ich aber. Achso, okay. Dann ist gut. Hä? Ich hab den repariert. Habe ich keine Steine mit? Doch. Hä? Ich glaube, ich habe meine Steinachse repariert. Ich bin mir nicht so sicher. So. Das kann ja alter werden. So. Okay, dann jetzt hier rum. Ich weiß halt echt nicht, ob wir das bis zum nächsten Blutmond schaffen. Vor allem will ich den Leuten das halt nicht zumuten, dass wir die ganze Zeit nur das machen. Also, das könnte vielleicht sonst ein bisschen low werden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Verstehe ich nicht. Warte. Ich kann es gleich raus. Nee, muss ich gar nicht. So. Jetzt hier rüber? Genau, genau, genau. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten mittig hinkriegen. Wo kommt das Licht auf einmal her? Ich habe keine Ahnung, vom Mond scheinbar. Oh. Krass. Auf einmal so voll hell. Das muss so. Kommt man eigentlich irgendwann beim Erdkern an, wenn man hier ganz tief gräbt? Oder gibt es da irgendwann Bedrock oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es früher noch Höhlen gab. Aber ob es die noch gibt, weiß ich nicht. Höhlen? Oh, das ist ja geil. Okay, das ist echt cool. Aber wie gesagt, das war halt ganz, ganz früher. Als das Game gerade rauskam. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Die Schaufel ist schon wieder kaputt, das kannst du doch keinem erzählen. Ja, die hält halt nix. Ich wünsche, wir hätten Eisenschaufeln. Aber ich muss gerade oben erstmal einschmelzen. Ich guck gleich mal, wie weit das da ist. So. Ich muss gleich niesen. Ja, ich muss gleich niesen. Alles klar. Oh, was ist denn da los, Tom? Oh. Hatschi, dankeschön. Oh ja, Schnüppchen. So. Vielleicht sollten wir einfach den Eingang zum Bahnen hier in der Mitte machen. Und dann gehen wir bis hier hin. Ich muss gleich nochmal gucken, wie wir das am besten machen. So ein Übergang mit Viererbreite ungefähr, wäre das gut? Ich weiß nicht. Schwer sind, wie die Zombies so drops sind, ne? Das weiß ich auch nicht, Tobi, mein Lieber. Ich keine Ahnung. So. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei so einem Knast-Game. Nachts einmal die ganze Zeit graben. So ein Tunnel graben. Ja, echt, so Steine schaufeln. Dauert zum Glück auch nicht lange. Okay, warte, ich mach hier auch mal weg. So. Und dann müssten die ganzen Wooden Spikes müssten da auch nochmal weg. So. Ja, mir geht halt echt langsam das Stamina flöten, ne? Ja, und wir müssen zwischendurch wieder was zu essen holen, glaube ich. Fressen ist echt schwierig hier. Wie viel der am Tag so frisst, ne? Ganz ehrlich, da kannst du eine kleine Familie von ernähren. Ja. So. Und hier wäre quasi so 1, 2, 3, 4. Ach, bist du. 1, 2 oder 3. Dreierbreite wäre symmetrisch. Also ein Dreierbreite Übergang, nur mit Spikes. Voll mit Spikes. Verstehst du? Mhm.
Das Ding hier könnte dann weg. Mach ich mal gerade. So, noch ein bisschen Holz. So, ich guck gleich mal, ob wir oben eine bessere Steinschaufel kriegen. Ich habe nur die Angst, dass die eventuell auch wahnsinnig viel Stamina zieht. Und dass sich dadurch Eisen halt eigentlich im Endeffekt irgendwie kaum lohnt. Ich denke mal, das wird eher das Problem sein. Das wäre echt blöd. Weil, wozu brauchst du sonst Eisen? Ich meine, Stein ist Stein leichter als Eisen? Ich habe keine Ahnung. Gefühlt würde ich jetzt sagen, eher nicht, aber... Was wiegt mehr? Ein Kilo Eisen oder ein Kilo Stein? Ich würde sagen, ein Kilo Stein wiegt mehr. Ja? Ich weiß nicht. Ein Kilo Stein wiegt mehr als ein Kilo Eisen, sagst du. Tobi, ich weiß es nicht. Da müssen wir jetzt aber nochmal... Ach, leck mich doch. Ach, schön. Der Witz ist so 1000 Jahre alt. Schön. Okay, 300 Iron fehlen noch. Oh, das dauert. Alter Schwede. Ja, schwierig. Hä, du musst ja genauso drauf warten. Ist mir egal, ich mach auch mit meiner Stein hier weiter, mit meiner Steinschaufel. Das kann man, Tobi, du machst doch einmal deinen scheiß Stein. Ich referiere jetzt erstmal meine Steinschaufel. Ich hab Hunger. Ist doch ein Apfel. Nee, in-game gibt's keine Äpfel. Er steht da oben in seiner Fackel wie der Feldwebel, weißt du? So, ist bald fertig, Tobi? Schon mal ein paar XP Mais, ne? Tschüss. Oh ja, wir müssen aber langsam mal wieder Mais machen, ne? Also Mais holen. Ich hab noch ein bisschen, aber... Ja. Oh. Wir können ihn ja eh nicht kochen, ne? Ist ja der Scheiß. Ja, eigentlich schon. Ja, naja, Glas haben wir ein bisschen was. Gläser, aber das wird halt immer weniger. Das ist halt die Scheiße. Und wir könnten aus Glas theoretisch gesehen halt immer noch neue Gläser craften, glaube ich. Ja, ja, aber wir haben nicht so viel Glas. Und wir brauchen das Glas, glaube ich, später bestimmt für andere Sachen. Ich craft doch das Glas nicht, weißt du, so viel Glas für einen beschissenen Mais, der uns nichts zurückgibt. Na. Wo ist denn da dieser Return on Invest, bitte? Bitte. So, okay, ich glaube, einen muss ich noch. So. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Das müsste eigentlich gehen. 1, 2, 3. Ich hab schon. Okay. So, und die jetzt aber noch? Ich muss mir sagen, wann ich rüber muss, ne? Nicht, dass ich jetzt zu weit. Wobei, nee, zu weit ist gar nicht schlimm, oder? Nee. Ja, warte. Ich hab schon. Ich mach mal mit hier. Oh, der Chef macht sich die Hände schmutzig. Oh. Ich muss ja mal zeigen, wie das geht, wa? So. Das lübt. Das einzige Coole ist, dass man halt für jeden bisschen, was man abbaut, kriegt man halt XP, ne? Das finde ich halt schon nice. Oh, das stimmt. Also für jeden Bums, den du hier machst, selbst fürs Reparieren, ne, kriegst du kein XP. Schade. Fürs Reparieren nicht? Achso, fürs Werkzeug reparieren. Aber so, wenn ich die Sachen repariere oder so, weiß ich gar nicht. Okay, und jetzt müssten wir hier nämlich rüber. Jetzt gehen wir hier in die Richtung. Und dann machen wir nämlich diesen Flaschenhals, wo die theoretisch dann rumkommen, wenn wir den Graben ganz ums Gebäude machen. Das wäre schon nice. Und dann können wir quasi den ganzen Weg voll mit Spikes machen. Und wenn die wirklich nur da rumgehen, entweder fallen die in die Grube oder die gehen da rum. Tja. Da haben sie wohl gelitten, wa? Mhm. Wo wolltest du jetzt lang? Hier, ich gehe jetzt in die Richtung so nach hinten. Hier so nach hinten weg. Und dann können wir hier nämlich so einen Übergang machen, der nur aus Spikes besteht. Dann müssten die ja theoretisch alle mal reinlaufen. Oder sehe ich das falsch? Nee, das stimmt, das stimmt. Und dann soll ich weiter geradeaus buddeln? Hm? Soll ich weiter geradeaus buddeln, oder? Nee, hier so ums Eck rum. Hast du gerade nicht gesehen? Achso, ja, doch da. Aber du willst doch bestimmt noch weiter ums Haus rumgehen, oder? Nee. Pass auf, hier ist ja diese Brücke, ne? Hier so. Da ist so ein Übergang, ja. Hier.
So, da muss links und rechts ein Graben sein, damit die da nicht drüber gehen. Huch, nicht drüber gehen, sondern nur hier lang gehen. Und auf der anderen Seite ist auch nochmal sowas, so ein Graben. Und da geht dann hier lang und dann da, naja, durch den Schweinestall. Wie so ein Penis quasi. Hätte ich vielleicht gleich sagen sollen, ja. Ja, tut mir leid. Ah, okay, dann hätte ich es gleich gewusst. Ja, tut mir leid. Du musst klare Ansagen. Klar, tut mir leid, war wieder Chefsprache, tut mir leid. Ich hol gleich mal die Fackel raus wieder. Mach mir mal einen Schwanzgraben dahin jetzt. Und unser Haus steht auf den Eiern, Tobi. Ja, siehst du. Jetzt glaube ich, jetzt kann ich das auch bildlich irgendwie fahren. Ah, okay, ja, Entschuldigung, da hätte ich natürlich wissen müssen. Tut mir leid. So. Gut. Oh, hier ist noch ein Buckel. So. Die Frage ist nur, wie weit gehen wir denn hier in die Richtung? Ich meine, wir können das ewig weitermachen. Wir können diesen Graben später hier immer weiter nach hinten ziehen. So weit, dass wenn 16 Zombies angreifen beim Blutmond, die alle hier in den Spikes hängen und wir die einfach nur noch neue Spikes machen müssen. Theoretisch. Stamina. Oh, Stamina. Du kannst mir sehr gefallen. Du fehlst nicht nur spät in der Nacht, nein, auch am Tage, wenn es kracht. Oh, Stamina. Oh, jetzt Stamina. Muss die Schaufel schon wieder repariert werden, da bist du doch bekloppt, ne? So, ich hoffe, das ist hier. Süß. Ich hoffe, das ist hier richtig. Sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Sieht ehrlich gesagt ein bisschen dünn aus, aber es müsste stimmen. So, Tag 11, Tobi. Dann ist er richtig steil gerade. Beste Folge überhaupt. Ja. Richtig gut. Aber ist halt Survival, ne? Was willst du machen? Und wenn ein Graben nicht Survival ist, dann weiß ich halt auch nicht. Boah. Kann halt jetzt eigentlich nicht nach einer halben Stunde aufhören, ne? Du meinst, wir sollen noch eine halbe Stunde länger graben? Oder sollen wir vielleicht noch irgendwo hingehen oder so? Aber ich weiß nicht. Du hast ja nicht mehr so viel Zeit heute, deswegen. Nee, ich muss noch duschen, ich muss noch schneiden, ich muss morgen um 8 wieder raus. Was musst du um 8 wieder raus? Das ist wegen Hunden? Ja, die Hunde wollen ja gehen. Hallo. Die sollen immer selber gehen. Was sind das für Hunde? Die können ja nix. Nee. So. Okay, das müsste klappen und das müssten wir hier. So. La, 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 la. Schack, Girac. So, ich mach schon mal auf der anderen Seite, ne? Also ich probiere da schon mal alles so hinzukriegen einigermaßen. Und ich spiele ein bisschen auf dem Klavier, weil das beruhigt mich. Der wird nie alt. So. Aber alle vier Tasten durchgespielt. Ja. Das ist halt einfach Talent. Also entweder kann man das oder man kann es nicht. Richtig, richtig. Das ist schon. Hab überlegt, ob ich auf Tour gehe mit dem Song. Zugabe. Vier Stunden Vorbänden, dann kommt einfach eins. Dim, 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 dim. Kauf mal ein Album. Und mein Merch. So, ja, okay, das klappt schon mal ganz gut. Ich bin gespannt, ob diese Theorie aufgeht. Merch. So. Ich wünschte, da würden nochmal Zombies vorbeikommen. Merch Sims. Oh, Alter, Tobi. Oh, Tobi, Alter. Schwierig, ganz schwierig. So. Boah, ich wünschte, es würden nochmal Zombies angreifen. So diese Horden, weißt du noch am Anfang, als sie so welche durchgewankelt kamen einfach? Ja, das stimmt. Ich wünschte, ich hätte mehr Stamina. Ja, ja. Und ich wünsche dir irgendwie mehr zu essen. Ja, das ist halt echt ein Problem irgendwie. Achso, das ist auch kaputt. You don't know. Ich weiß auch nicht. You don't know what it's like.
So. Ich guck gleich nochmal wegen Schaufeln, ne? Ja, ganz ehrlich, das, boah. Das ist so ein bisschen Flucht aus der DDR, der Film. Gab's denn nicht mal auf Sat 1 was? Was so richtig groß angepriesen war? Irgendwie der Tunnel oder so hieß das, ne? Kann sein, dass es. Ja, doch, kann sein. Wo du gleich merkst, okay, muss wohl ein deutscher Film sein, weil er nicht so einen Untertitel hat. Der Tunnel. Oder wie ich lernte, aus dem Osten zu fliehen und den Westen zu lieben. So. Typisch deutsch übersetzte Titel. Oh, fürchterlich. Avengers Endgame. Oder wie plötzlich doch wieder alle leben, damit das Franchise weitergehen kann. Hätte ich das nicht sagen sollen? Weiß ich nicht. So. Ich werde die Filme eh nie gucken, von daher ist mir das egal. Okay. Echt nicht? Nö, das Einzige, was ich mir von Marvel so gebe, ist Deadpool. Das kann man sich geben. Ja, das ist lustig. Deadpool ist nice. Aber sonst. Ich habe immer irgendwann habe ich angefangen, so die ganzen Filme, die ich verpasst habe, irgendwie nachzuholen und so. Ja, was ich unbedingt gerne noch gucken würde, ist Masters hier. Guardians of Galaxy. Masters. Genau. Masters of Universe. Ja, das war jetzt irgendwie. He-Man. Von Marvel, Alter, wäre schon cool. Würde ich auch gucken. Aber sonst. Weiß ich nicht. Bin ich eher so der Batman-Filmtyp, glaube ich. Batman, Spider-Man und so. Aber, ja, nicht unbedingt Ben Affleck Batman. Ist Ben Affleck Batman? Hast du nicht Batman vs. Superman gesehen zum Beispiel? Das habe ich nicht gesehen, nee. Ja, nun. Was soll ich denn dazu sagen, Tobi? Ich weiß nur, also ich habe jetzt letztens, wollte ich so einen Film, der ist jetzt auf Netflix mit Ben Affleck und noch zwei, drei anderen ganz guten Schauspielern. Mhm. Ich sehe den Ben Affleck eigentlich ganz gerne. Ja, aber als Batman fällt es mir immer schwer. Ich weiß nicht warum. Weil der wirkt. Ist halt auch eine anspruchsvolle Rolle, ne? Ja, und der wirkt da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht ungelenk, klobig, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Hm. Oh, Tobi, ich glaube, die Länge reicht dann auch, oder? Ja, okay, dann mache ich das hier noch gerade und dann, ja. Okay, und dann kommst du nicht mehr raus. Das ist richtig. Wie macht man das eigentlich? Ich mache das von oben gleich dann. Ich back mich da irgendwie hoch, das geht. Okay. Gut. Also ich habe auf der anderen Seite schon mal ein bisschen weitergemacht. Da muss aber noch ein tiefer. So, und ich guck gleich mal wegen der Eisenschaufel. Boah, ich habe halt gar kein Stamina mehr, ne? Irgendwie. Pff. Uff. Also wenn das funktioniert. Also ein paar werden bestimmt in den Graben plumpsen, wenn da zu viele kommen. Und die anderen werden einfach in diesen Dingern verrecken. Hoffentlich. In der Theorie. But remember, it's just a game theory. Hunde! Hunde, Erik! Hunde! Und der kommt natürlich hier runter. Die kommen alle runter. Hey, geil! Oh. Alter. Na, was machen die da unten? Sie können sich hochgraben? Die buddeln sich da raus? Nee, können sie gar nicht. Die buddeln sich unten Tunnel. Doch, die haben sich hier gerade hier diese Kuhle hier. Das haben die gegraben. Das war nicht ich. Mieses Gelump. Boah. Oh, Alter. Boah. Oh nein, ich blute schon wieder. Tobi, Vorsicht, Vorsicht. Das sind zu viele. Boah. Ich kann nicht wegrennen. Ich bin tot. Fick, haben sie mich. Fick. Lauf, Erik, lauf! Boah. Okay, einer lebt noch. Ich bin schon wieder angefressen.
Das ist ja geil jetzt, dass die das so gemacht haben. Cool. Moin, Tobi. Oh, ich muss dringend was essen. Ich verliere schon Energie durch Essen. Das ist nicht gut. Das ist natürlich nicht cool. Also die Zombies konnten sich nicht rausgraben. Aber Hunde können das. Okay, das ist aber nicht... Das ist echt nicht cool. Aber ist egal. Wir können das vielleicht wieder zubauen mit irgendwas. Mit Holz oder so. Muss erstmal was essen. Ganz dringend sogar. So. Also ich wüsste zumindest nicht, dass man einen Lehmblock... Warte mal. Nee, aber vielleicht kann man ja so... Vielleicht kann man da Holzblöcke reinsetzen, damit das wieder zu ist. Oder vielleicht sogar Eisenblöcke an die Seiten. Dann komme ich ja nie wieder raus. Das wäre noch besser. Und dann gießen wir einfach Teer rein von oben. So. Dann ist nämlich Ruhe. Sehe ich genau. Okay, Iron 1000. Oh, jetzt kann ich endlich mal den Dingens, den Amboss machen. Ich crafte mal einen Amboss. Dauert 7 Minuten. Willst du mich verarschen? Puh, okay. Muss auch wieder repariert werden. So. Clay wird 1000 Jahre dauern. Auch gut. Der Amboss dauert noch 7 Minuten, Tobi. Dann haben wir einen Amboss. Cool. Und ich glaube, es sind Realtime-Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. Moin. Oh, ich hatte immer noch was essen. Fuck. Ja, das wäre eine gute Idee. Aber was? Hast du eigentlich Hunger, wenn du wiedergeboren wirst? Ja, natürlich. Wenn du wiedergeboren wirst, Tobi, hast du denn Hunger? Das geht leider nicht weg. Das ist halt echt scheiße. Und auch, dass Stamina nicht auf 120 ist, finde ich auch scheiße, wenn man... So, ich habe Katzenfutter gegessen. Scheiße, man es nicht heiß machen kann. Das wäre noch ekliger, hast du nur so eine Gelee-Pampe, Alter. So, und ich esse ein Glas Honig. Boah, Alter, wie er den Honig einfach wegtrinkt. Ja, wie das Kind bei, Division. Ja, genau so. Nicht geil. Okay, wir sollten aber dringend wieder was zu essen holen irgendwo. Vielleicht sollten wir nochmal in die Stadt gehen und so oder sowas. Da gibt's halt nichts zu essen, das ist das Problem. Es gibt viel zu wenig, ne? Man muss sich halt echt selber was anbauen. Was theoretisch ja auch das, ganz... Diese ganzen Obst und Maiskram, das heilt ja nichts. Ist ja ein Witz, auch wenn du den kochst. Ja gut, das mit dem Self-Heal, das funktioniert ganz gut tatsächlich über Zeit, wenn man zwischendurch ein bisschen Ruhepausen hat. Aber zumindest, ich hätte zumindest gern vollen Magen immer. Ich hätte gern immer genug zu essen und zu trinken hier in der Base. Das wäre ja schon mal was wert. Gut, ich hätte noch zwei... Kann man eigentlich... Warte mal. Kann man mit diesem Fleisch hier nichts machen? Oh, wir hätten die ganzen Hunde auseinandernehmen sollen. Ich habe gerade Leder und Knochen so aus dem rausgezogen. Und ein bisschen Gammelfleisch. Ich habe acht Leder, Gammelfleisch und 8 Knochen. Ah, nice. Einer lag da noch. Den habe ich gerade noch auseinandergenommen. Ah, okay. Und Level Up habe ich auch. Cool. Also man kann mit einer leeren Dose... Dann verrottetes Fleisch, dann Knochen mit Tierfett und Farbe. Farbe haben wir genug. Kann man Sham machen oder Scham. Schamhaar oder was? Achso, ja, ach, Dosenfleisch. Ja, Dosenfleisch aus Schimmel. Ist geil. So. Ist das nicht so gut? Weiß ich nicht. Ich guck gerade mal. Hörst? Erste Hilfeverband. Ach, wir brauchen Aloe-Creme. Wir brauchen dringend Aloe Vera. Dann kann ich dir auch Verbände machen, die, Gesundheit wiederherstellen. Verbandskasten brauchen wir leider einen Chemietisch für, sehe ich gerade. Hätte ich mal bloß nicht das Rezept gelernt. Und wir brauchen Blutbeutel und Spiritus für den Verbandskasten. Willst du mich verarschen? Lol. Boah, wie die Hunde sich hier rausgegraben haben. Pff. Krass. Das ist halt nicht geil, ne? Nee. Also trotz der Hunde gerade halte ich aber am Plan fest, weil bei den Zombies hat es halt echt gut geklappt und ich mache das ja eigentlich nur für den Blutmond. Die Hunde sind mir persönlich egal. Bei denen müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht den ganzen Plan hier vereiteln, wenn die zwischendurch angreifen. Das ist halt blöd. Ja, die Hunde sind schon Arschgeigen. Ja. So ist es. Die will man halt auch nicht um sich haben. Aber weißt du, andere Leute stehen um 8 Uhr auf für ihre Hunde, weißt du, Tobi?
statt an ihre Zuschauer zu denken. Aber bitte. Nee. So. Also jetzt, ne? Vorsicht, ne? So. Ich werde zumindest den Amboss noch gern fertig machen. Guck mal, ob wir Eisenschaufeln endlich mal kriegen. Ja, so lange warten wir jetzt auch noch. So. Ich grab mal so lange. Schinkenspeck mit Eiern. Wie macht man den denn? Wo kriegt man denn das Schinken her? Von den Schweinen. Was machst du denn? Bist du eskaliert, als hier Schinkenspeck und so? Ich raste gleich aus. Oh, Schinkenspeck. Oh. Okay, 5-mal Wilddreh, 2-mal Ei braucht man das. You must repair that. Das ist halt... Ein Super-Maiskolben. Okay. Okay, ich habe 6 Heuballen aufgehoben gerade. Du kannst ab Meister. Wie viel Meisterkoch hast du? Ein. Leider nur. Scheiße. Und wieso? Tobi? Weil ab Meisterkoch Stufe. Tobi, ja. Komm mal kurz. Nee, ich bin hier. Hier. Warte. Ah, okay. Da kriegt man Gammelfleisch draus. Ich habe jetzt 4 verrottenes Fleisch. Ah. Für Penicillin ist das. Für Penicillin ist das super. Geht das mit denen auch? Geht das mit denen auch? Die müssen hier weg. Und ich hab Hunger. Also der hier steht im Weg, Tobi. Da muss ich den Weg hier. Hier muss ich den da, ne, dann mach ich den Graben. Ich kann's nicht. Schwierig, ne? Ja. Keine Ahnung. Besonders bei anderen Spielen macht mir das eigentlich nie was aus. Aber irgendwie, das Schwein tut mir leid, weil das irgendwie so dasteht, als wenn es schon voll gelitten hätte. Ja, vor allem die tun hier halt nichts, ne? Also die bewegen sich auch gar nicht und nichts. Nee, irgendwie so, gar nicht. So traurig irgendwie. So. Okay, also hier, wenn du Stufe... Meisterkoch Stufe 4 bist... Ja. Kannst du Super Maiskolben anpflanzen. Okay. Und die sind dann sofort auch zum Verzehr geeignet. Okay, aber... Die bringen Sättigung plus 20. Plus 20? Boah, da träume ich von. Ja, also du musst unbedingt dann, wenn du sonst nichts mehr brauchst, Meisterkoch skillen. Ja, wenn man sonst nichts mehr braucht, Tobi. Das ist ja einfach. Ja. Können wir, Erik. Was skillst du eigentlich die ganze Zeit immer? Du bist bestimmt schon Zauberer inzwischen. Ja. I'm a magician. Du bist schon 2 Level weiter wie ich, ja? Jetzt komm, pass mal auf. Naja. Was zu essen. Wird auch, wenn wir die Aufnahme gleich beenden, dann logge ich ganz schnell wieder ein und mache irgendwas, damit ich schnell XP kriege. Ach, du klopfst bestimmt die ganze Zeit Maiskolben, sag ruhig. Nee, die sind doch alle da. Gesagt. Das fällt ja auf, wenn die weg sind. Du hast bestimmt mal angepflanzt. Boah, Tobi, ich wünschte, ich könnte die Maiskolben anpflanzen. Wenn das irgendwie gehen würde. Erstens, wir würden XP scheißen. Ja, wir würden die... Ganz ehrlich, wir hätten Diarrhoe vor XP. So wie bei Echo. Ja, genau so. Ich weiß nicht mehr, was ich skillen soll. Ich habe noch 300 Punkte. Oh, ich habe gefurzt. 3 Level up. Ja, aber das wäre halt cool. Und vor allem, wir hätten halt immer zu essen, auch wenn Mais halt ewig dauert mit dem Essen und so. Aber wäre trotzdem cool. So. Wenn es weiter so geht, schaffen wir es eigentlich ganz gut. Mit dem Graben. Das stimmt. Wir werden vielleicht noch, also nicht unbedingt die nächste, aber eine Folge werden wir vielleicht noch brauchen. Die wir irgendwann mal wieder machen. Dann machen wir wieder mal eine Grabenfolge. Vielleicht optimalst vor dem 14. Tag. Also muss schon relativ bald sein. Und ich glaube, wir müssen auch noch eine Mais-Sammelfolge machen. Es hilft nichts. Weil wir sonst nicht genug zu essen haben. So. Durchbruch! Yeah! Ist ein richtiger Wissenschaftler. Was für ein Durchbruch eigentlich? Ich habe jetzt hier unsere Tunnel verbunden. Hä? Da wurde schon angefangen, das zu graben. Ach so, ah, okay.
So, also im Grunde genommen, das könnte was werden. Jetzt ist der schon wieder am Verhungern. Ja Mensch, wie viel frisst der denn auch? Ich hab keine Ahnung, Tobi. Er frisst einem noch die Haare vom Kopf. Meine Fresse, das ist eine Apokalypse. Da kannst du halt nicht fremden wie ein Restaurant. Das ist übrigens das erste Mal in einem Spiel, dass ich zuerst die Verteidigung aufbaue, bevor ich die Base baue. Oh, stimmt. Das ist echt ungewohnt. Das zeigt aber dann auch, ne, wie gefährlich das Spiel ist. Gefährlich, ist gefährlich. Meine Mutter hat mich angerufen, mich gewarnt, es zu spielen. So. Da sind die auch noch stolz drauf. Tatsächlich glaube ich das sogar. Ist halt wirklich, ne? Man muss halt wirklich erstmal lernen. Lernen, probieren. Und ich glaube, wir sind halt immer noch am Anfang. Und jetzt, der Amboss dauert auch 1000 Jahre. Das ist schon nicht... Der müsste aber fertig sein. Du musst mal gucken gehen. Ich guck auch gleich mal. Ich wollte jetzt noch den Dingens hier verbinden. Ach, was mache ich denn? Ich mache immer den falschen. Ich wollte auch ganz schnell hier die Stücke verbinden. Und dann gehe ich nach oben und guck mal. So. Ja, an die Zuschauer natürlich. Tut mir leid, dass wir heute sehr viel graben. Aber es ist halt für die Verteidigung. Wir müssen den Zombie-Fluss kontrollieren. Alles andere... Müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Genau. Alles andere... Ich weiß nicht, wie man sich sonst eine Base aufbaut, die man verteidigt, wenn man den Zombie-Fluss nicht kontrolliert. Da ist wirklich ein bisschen Tower-Defense hier, ne? Ist ja wirklich also so. Ist ja wirklich so. Da greifen plötzlich viele Monster an und so. Also, und du musst halt deinen Standpunkt verteidigen. So. Ist ein bisschen wie Twitter. So. Okay. Ja, da geht's ja auch noch ein bisschen weiter nach vorne. Ach, die Schaufel ist schon wieder kaputt. Ja, leck mich doch mal. Die hält auch nix. Nee. Hä? Hab ich das Ding jetzt fertig? Du hast Docht. Was sag ich doch, da fehlt noch. Wusste ich's doch. So, und ich glaube, der müsste jetzt theoretisch auch noch, damit es schön eckig ist. Eckig. Ich habe nur drauf gewartet. Es fehlt irgendwie schon im Ohr, ne, wenn man es nicht sagt. Ja, ja. Das ist nicht gut. Ja, okay. Ist das richtig, was ich da gerade mache? Ich habe keine Ahnung. Oh, da bin ich aus Versehen ein zu tief gerutscht. Lul. So. Tobi, was ist da denn los? Ich dachte, du hast einen vernünftigen Biorhythmus, aber guck dich an. Um 4 Uhr schon gehen. Oi, 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 oi. So, dann mache ich mal eben noch schnell, dann gucke ich nach der Schaufel noch um. Und ich trinke mal eben was. Cool. Ich glaube, wir könnten an den Boden des Tunnels auch noch Spikes machen. Hätten die Hunde nicht so viel Spaß gehabt. Ja, theoretisch schon. Weil als ja eine Zombie unten war, ne, also die Krankenschwester, da hat man gesehen, okay, die Höhe scheint zu reichen, um dann noch Spikes reinzumachen. Glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, ob das reicht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich schwer einschätzen. Müssen wir vielleicht irgendwann mal... Schon wieder Hunger. Müssen wir vielleicht auch mal probieren irgendwann. Wenn mal wieder harmlose Zombies vorbeikommen. Also harmlos, also ne, die... Keine Blutmond-Zombies jedenfalls. So. La 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 la. Dadurch, dass wir hier auf dieser Insel noch ein bisschen mehr Platz haben, können wir das Haus später noch vergrößern, falls es nötig sein sollte. Oder falls wir... Glaube ich nicht. Tobi! Glaube ich nicht. Ja? Was hast du getan? Was denn? Warum hast du den Weg disconnected? Jetzt kommen die Zombies doch nicht mehr darüber. Warum? Oh. Stimmt. Ich war im Grabefluss, Mann.
Ich war voll drin und dann plötzlich dachte ich so, ja, ich muss ja jetzt hier rum. Wir können da vielleicht Plötze hinbauen oder so. Ja. Vielleicht können wir einen eigenen Übergang machen. Eventuell vielleicht auch ja, gar nicht so schlecht, wenn wir wollten ja sowieso eventuell ne, die Wände aus Stahl machen von dem Graben, weil es total unnötig ist eigentlich. Aber ja. Ja, mal gucken. Das hier nervt halt. Ja, das können wir vielleicht auch zubauen. Oder wir machen hier eine Wand hin tatsächlich oder so. So testweise. Ist blöd, dass die hier raus können, aber wenn wir das halt nochmal ein bisschen... Was ist denn da abends? Ne, 12 Uhr. Ich setze nochmal schnell so Dinge ein. Ja. Und ich mache das hier so, dass da keiner hochspringen kann. Soll ich den Holzrahmen einfach nehmen? Ja, ich denke, das passt. Das müsste ja eigentlich gehen, oder? Oh, warte mal. Ich habe gerade voll den Mega-Freeze. Ja, vielleicht können wir den ganzen Dingens hier machen, wir einfach so eine Brücke aus Holz oder was auch immer. Wie gesagt, ich war da auf einmal voll im Fluss drin. Voll im Flow einfach. Ich dachte so, ja, das ist richtig, was ich da tue. Extra abgemessen, so, ja, das muss dann hier, dann muss ich da, von da aus. Ach ja. Oh, weia. Naja, aber wir kriegen es ja hin. So. Okay, ich guck mal nach Amboss. Amboss, wo ist Amboss? Ah, Amboss. Zack, Amboss drin. Wir haben einen Amboss. Und jetzt, kann man das hier machen? Eisenschaufel. Benötigt was? Wir hätten den Amboss gar nicht gebraucht, glaube ich. Ach, oder doch, das jetzt, glaube ich, ne? Oder? Oder eine Steinschaufel haben wir auch. Steinschaufeln können wir auch nicht selber machen, oder? Oder doch? Ich glaube doch. Okay. Ja, doch. Kannst du selber machen. Holz, okay. Pflanzenfaser und kleiner Stein. Das heißt, wir hätten, glaube ich, Eisenschaufeln die ganze Zeit schon selber machen können. Echt? Ja. Gibt noch Stahlschaufel. Braucht 20 geschmiedeten Stahl. Alter, das dauert noch ein bisschen. Ich mach mal 2, ne? Ja. Ich kann keine 2 machen. Warum nicht? Ja, wir haben noch genug von allem. Braucht 16 geschmiedetes Eisen, wir haben 47. Braucht 10 Holz, wir haben 194. Ich kann die hier auch gar nicht craften. Warum kann ich hier nicht craften? Warte mal. Eisen. Ja, Schaufel. Mit Eisen gibt es einfach zu viel. Eisenschaufel. Warum? Du hast das erforderliche Rezept nicht erlernt. Willst du mich verarschen? Oh Gott! Was ist denn das erforderliche Rezept? Was muss ich denn wissen, wenn ich mit Eisen bauen kann? Mining Helmet ist cool. Oh, ein Helm mit Licht vielleicht. Tischsäge, Workbench, Crossbow, Compoundbau. Was brauche ich dafür? Intellekt 5 und Level 25. Das könnte ich vielleicht bald erreichen. Welches Level habe ich denn? Wo sehe ich denn das? Du müsstest jetzt 24 oder 25 sein. Okay, dann müsste ich Advanced Engineering müsste ich hinkriegen. You can craft Iron Tools. Ist erst bei Level 2. Oh nein. Level 20, Intellekt 5. Und Leather Armor. Ja, lol. Da muss ich XP farmen. Ich muss dann irgendwie XP farmen. Vielleicht in die Stadt gehen, nochmal Zombies wegschlagen und alles sammeln und so, weil... Alter. Ja, ist das schön. Boah, ist das anstrengend. Ja, vor allem du guckst, dass du deine ganzen Ressourcen zusammenkriegst und alles halt irgendwie so einigermaßen zusammenümmelst, weißt du, und dann bist du endlich so weit, dass du es endlich craften kannst. Du kannst die Schmiede machen, den Amboss machen und dann heißt es aber plötzlich noch, ja, du brauchst aber noch das und das. Mhm. Wenn ich schon so weit bin, dass ich mir eine Schmiede machen kann, dann... Warum kann ich dann nicht einfach das schon craften? Also, das verstehe ich nicht. Das ist Schwachsinn. Oh,
ein bisschen anstrengend manchmal das Spiel. Was ist los, Junge aus Darmstadt? Also nicht du, sondern der andere, der Entwickler. Puh. Es ist herausfordernd. So, wir haben 11 leere Glaskrüge übrigens. Mike? Das versteht doch keiner. Ich glaube, den Witz. Als ob Mike Krüger den nicht. Ach, komm. Den Witz versteht keiner, Tobi. Also, wenn den niemand versteht, dann möchte ich aber nicht mehr leben. Ist Tobias wirklich an Maisdurchfall gestorben? Ja, okay, gut. Du hast mich überzeugt. So, Heuballen habe ich noch gesammelt zwischendurch. Diese Steinaxt tue ich immer da rein. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, dann nächstes Mal XP-Farm in die Stadt und dann Iron Tools irgendwie hinkriegen. Immer, ja. Wenn du Level 200 dann bist, ja. Was ich zwischen den Folgen noch was mache, meinst du? Nee, ich meine, weil du ja scheinbar Level 350.000 sein musst, craften zu können. Also ja, gut, das stimmt natürlich, klar. Ja, naja, es dauert wohl noch ein bisschen, Aber wir haben, hey, wir haben Amboss, hey, Party. Aber wir haben den ersten Blutmond heute in der Session überlebt, das darf man nicht vergessen. Das ist wahr, das ist wirklich mehr, als ich erwartet hätte. Ich habe wirklich gedacht, wir werden dauersterben. Wir werden spawnen, irgendwie bei unseren Schlafsäcken, und die werden uns immer wieder kaputt schlagen. Hm. Raketen, okay. War geschmiedeten das? Stahl können wir auch herstellen, sogar relativ easy. Ist leider ein bisschen teuer, wie es aussieht. Kostet 20 Iron. Natürlich. Boah, also wir werden sehr viel Eisen brauchen noch. Sehr viel Eisen. Irgendwas wollte ich noch craften, ich weiß aber nicht mehr, was das war. Was mit Messing eigentlich? Lionel? Ach, warte mal. Wir haben noch Messingkerzen und wir haben noch Kerzenleuchter hier. Kerzenhalter aus Messing, den können wir... Ah. Hier ist noch Messing und hier ist noch eine Messing-Trophäe. Die können wir alle einschmelzen. Messing-Türgriff und noch ein Kerzenhalter aus Messing. Können wir alles einschmelzen, dann haben wir nämlich mehr Messing da drin. Und was kann man daraus dann machen? Ja, wenn man Level 7000 hat, kann man vielleicht ein Messing kleines Gimmick machen. Ich weiß es einfach nicht. Eine Medaille. Ja, aber echt. So, hier 3 Messing-Türgriffe. Okay, die schmelzen gleich weg. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert hier. 3. Ach, pro Stück dauert das mal 15 Sekunden. Das kann ja dauern. Ja, Tobi, dann bleibe ich aber noch ein bisschen online, auch wenn wir die Folge beenden. Ne? Also, wir machen jetzt, ist gerade die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Da würde ich so lange noch das Messing einschmelzen, einfach. Ja, das kannst du gerne machen. Genau, genau, genau. Weil so spannend ist das jetzt auch nicht. Nee, das stimmt. Genau, genau. Okay, okay, ihr Lieben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne, wie immer. Ja, ja, war wie immer eine große Freude, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wieder wie... Das stimmt, das stimmt. Auch wenn Discord gerade weg war, aber die Zeit ist echt wie im Flug vergangen. Nicht nur diese Folge, die jetzt eine Stunde gedauert hat und wir haben echt langweilig nur diesen Graben gemacht, aber wir sind weit gekommen mit dem Graben, ne, eigentlich. Ja, man kann ja so eine Warnung wie den Titel schreiben. Vorsicht, Grabefolge. Ja, ja, kann man vielleicht machen. Oder Vorsicht, Terraforming. Damit sich die Leute dann trotzdem noch beschweren können in den Kommentaren. Wie langweilig das war. Ich fand's mega aufregend. Aber ich find's spannend, was daraus wird. Das würde ich gerne wissen. Nachdem ich jetzt die Verbindung kaputt gemacht habe, bestimmt super. Erinnere mich halt noch dran. Nee, aber ich glaube, die kommen da trotzdem rüber mit dem Holz dann. Ich glaube, die kommen da drüber. Und wie gesagt, notfalls können wir das abreißen und also den Rest da auch noch, und dann können wir da drunter unter diese komischen Dinger, Spikes, können wir dann trotzdem einfach überall Holz machen. Dann latschen wir darüber, ist ja Wurst. Tut mir leid, Erik. Nein, Tobi, nein, nein, ganz ehrlich, reicht mir langsam mit dir. Ich spiele jetzt mit Curry. Wer wusstest du? Tobi? Ich habe mich erschossen, nein. Ach so. Gut, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. War ich unaufmerksam, hab's gar nicht gemerkt. Naja, dann reicht das Essen länger. Wie, es gibt hier noch was zu essen? Wo? Tja. Tobi, ne? Na dann, bis zur nächsten Folge, wa? Richtig, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir vielleicht mal was anderes, mal in die Stadt gehen und ein bisschen looten und vielleicht wieder XP sammeln. Das wäre ganz gut. Geil. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.